So, wir gucken ganz schnell auf den nächsten Tagesordnungspunkt hier an diesem Freitagnachmittag. Der Bundestag, der wird jetzt über einen Antrag der FDP diskutieren. Und da geht es um Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Für Studierende, da gibt es ja bereits viele Stipendien. Die FDP, die fordert nun die Öffnung auch für Auszubildende. In Deutschland sind es 13 Förderungswerke, die Stipendien vergeben. Hören wir jetzt aber erst die Begründung für diesen FDP-Antrag von Jens Brandenburg. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, glauben Sie, dass ein Mechatroniker und eine Germanistin gemeinsam über die Zukunft der Demokratie diskutieren können oder über die Folgen des Klimawandels? Glauben Sie, dass Azubis und Studierende gemeinsam neue Moderations- und Verhandlungstechniken lernen können? Glauben Sie, dass dieser Austausch beider Welten miteinander jungen Menschen hilft, den eigenen Blick auf die Welt zu weiten und dass beide Seiten voneinander lernen können? Glauben Sie, dass es auch in der beruflichen Bildung große Talente gibt, die wir in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken sollten? Und glauben Sie, dass es einen Unterschied macht, ob man Teil eines persönlichen Netzwerks ist oder nicht? Wenn Sie diese Fragen alle mit Ja beantworten, dann frage ich mich ernsthaft, wieso die 13 begabten Förderungswerke des Bundes nicht schon längst für berufliche Talente geöffnet sind. Die 13 Förderwerke erhalten Bundesmittel, um akademische Talente zu fördern. Sie wählen ihre Stipendiaten aus nach fachlicher Leistung, persönlicher Eignung und auch nach gesellschaftlichem Engagement. Ein solches Stipendium ist eine hohe Auszeichnung, an der sich auch viele Arbeitgeber orientieren. Studierende erhalten im Monat eine Pauschale von 300 Euro. Im Kern steht aber die ideelle Förderung mit ihren fachlichen Seminaren, Fertigkeitentrainings, Exkursionen, Arbeitsgemeinschaften, Mentorenprogrammen, Stipendiatenstammtischen und vielen mehr. Und diese Stipendiatenprogramme wollen wir öffnen für die besten Talente der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dafür sollen die Förderwerke, die daran teilnehmen, zusätzliche Mittel bekommen. Nun mag beispielsweise die Studienstiftung des deutschen Volkes mit ihrem sehr akademischen Schwerpunkt sich am Ende dagegen entscheiden. Aber gerade für die vielen politischen, die Wirtschafts-, Kirchen- und auch gewerkschaftsnahen Stiftungen ist das doch ein attraktives Angebot. Sie sollen künftig weiterhin selbst entscheiden, nach welchen Kriterien Sie Auszubildende oder auch Fachkräfte in Aufstiegsfortbildung aufnehmen wollen. Uns ist wichtig, dass Sie vor allen Dingen als Stipendiaten gleichberechtigt an der ideellen Förderung und am Stipendiatenleben teilnehmen können. Das dürfen wir der beruflichen Bildung nicht länger vorenthalten. Und nun werden Sie gleich vermutlich viele Dinge hören, warum das alles so nicht funktioniert. Ein erster Punkt mag sein, ah ja, das sei ja alles elitäres Zeug und wir sollten uns eher um andere Dinge kümmern. Das glaube ich nicht. Denn die Stipendiaten sind in aller Regel zeichnen sich aus durch eine besonders hohe Leistungsbereitschaft, durch Neugierde und persönliches Engagement. Das sind junge Menschen, die oftmals später wichtige Entscheidungsträger sein werden in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Deshalb lohnt es sich, schon früh in ihre Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Und wenn diese Förderung nun künftig auch beruflichen Talenten offen steht, dann ist das im Interesse der gesamten Gesellschaft. Zweiter Punkt, ich bin gespannt auf Herrn Albani. Die Bundesregierung mache ja schon so viel. Und da gäbe es ja diese Stiftung Begabtenförderung, berufliche Bildung und die ein oder andere Kooperation. Das springt zu kurz. Die Bundesregierung investiert in die akademische Begabtenförderung jedes Jahr etwa 300 Millionen Euro. Gerade einmal 60 Millionen Euro in die berufliche. Und die SBB wollen wir nicht ersetzen, sondern ausweiten. Das allein führt aber noch nicht zu einem besseren Miteinander beruflicher und akademischer Talente über Silos hinweg. Deshalb machen Sie endlich ernst mit der oft beschworenen Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung und stimmen Sie unserem Antrag zu. Ein dritter Punkt. Lebenswelten, Talente von Akademikern und beruflichen Fachkräften seien ja ach so verschieden. Ja, menschliche Begabungen sind vielfältig. Sie zeigen sich in wissenschaftlichen Leistungen, in künstlerischer Schaffenskraft, in sozialer Kompetenz, aber eben auch in der besonderen Fähigkeit, theoretische Erkenntnisse in innovative, praktische Anwendungen zu übersetzen. Und eine gute Förderung braucht diese Vielfalt. Raus aus dem Elfenbeinturm, unterschätzen Sie die berufliche Bildung nicht. Jens
Brandenburg war das, der hier den FDP-Antrag begründet hat. Und jetzt hören wir als nächsten Redner Stefan Albany für die Unionsfraktion. Er ist Mitglied in der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Brandenburg hat ja sozusagen schon in Vorfreude auf meine Ausführung das eine oder andere angesprochen. Eins will ich aber versichern. Erstens, alles, was Sie eingangs gesagt haben, glaube ich nicht, sondern das weiß ich. Und alles, was Sie an Kritik gesagt haben, werden Sie sich jetzt hier gleich zu Gemüte führen. Aber elitär ist das, was wir hier mit Sicherheit miteinander behandeln, nicht. Denn Digitalisierung, neue Technologien, Flexibilisierung, diese ganzen Sierungen verändern unsere Arbeitswelt. Und die Herausforderungen müssen von hochqualifizierten Fachkräften angegangen werden. Um sie zu gewinnen, müssen attraktive und hochwertige Qualifizierungsangebote entwickelt, die auf dem Arbeitsmarkt Akzeptanz finden. Die Gleichwertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung ist eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten das Ausbildungssystem gerade auch in der Spitze stärken, um begabten jungen Menschen eine echte Alternative zum Studium anzubieten und ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, sich Zeit ihres Lebens kontinuierlich und individuell weiterentwickeln zu können. Aus diesem Grunde haben wir als Koalitionsfraktion mit der Kollegin Jasmin Fahimi am Anfang dieser Legislatur gleich als allererstes die Initiative für exzellente berufliche Bildung, eine Art Spitzenclusterförderung, auf den Weg gebracht. Hier sind mittlerweile 30 Anträge bereits in der nächsten Stufe, die hervorragende Ideen haben, wie man genau dieses entsprechend tut. Des Weiteren haben wir, und das ist jetzt vorgestern durchs Kabinett gegangen, das Aufstiegs-BAföG deutlich verbessert. Hier gibt es nun ein passgenaues Förderangebot für alle drei Fortbildungsstufen, nicht mehr nur eine, sondern alle drei Fortbildungsstufen, die im BBMOG entsprechend ausgeführt werden. Es gibt höhere Zuschussanteile, höhere Freibeträge. Der Ausbau der Unterhaltsförderung für Vollzeitgeförderte durch einen Vollzuschuss. Wir erhöhen die Kinderbetreuungszuschläge und stärken so die Familienfreundlichkeit. Erhöhung des Zuschussanteils zum Maßnahmebeitrag. Dadurch werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechend von den Kosten von Fortbildungsmaßnahmen entlastet. Und das gefällt mir bei diesem Paket am besten, derjenige und diejenige, die alle Fortbildungen oder die Fortbildungsstufen durchschneiden und danach einen Betrieb übernehmen oder selbst gründen, werden von der Rückzahlung entsprechend freigestellt. Ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, berufliche Bildung hier kernig zu stärken. Und nun kommen wir zum Kern Ihres. Sie haben es schon gesagt, Stiftung für Begabtenförderung berufliche Bildung, SBB kurz, existiert. Und einfaches Beispiel. Es gibt zwei Schrauben, eine Kreuzschlitzschraube und eine Schlitzschraube. Wenn Sie nicht den richtigen Schraubenzieher benutzen, geht die Schraube kaputt und Sie kriegen sie nicht ins Holz rein. Also die Schraubenzieher müssen zur Schraube passen. Und genau das ist die SBB an dieser Stelle für die Förderung im Bereich der beruflichen Bildung. Das Aufstiegsstipendium unterstützt Fachkräfte mit Berufsbildung und Praxiserfahrung. Jährlich werden 1.000 Aufstiegsstipendiaten und 4.500 Stipendiaten derzeit an über 300 Hochschulen entsprechend unterstützt. Und wir haben es noch erhöht, denn Sie sagen, wir springen zu kurz. 8,5% mehr. Ich glaube, mancher wäre froh, wenn er 8,5% weiterspringen könnte. Und in Ihrem Artikel aus dem Tagesspiegel heute schreiben Sie, dass die Systeme Berufsschule und Fachhochschule, wie schreiben Sie, beide Systeme existieren geräuschlos und ohne Berührung nebeneinander. So steht es in Ihrem Artikel heute in der Zeitung. Ich lade Sie herzlich in meinen Wahlkreis ein. Hier hat die Jade-Hochschule, die Fachhochschule, ein Projekt mit den berufsbildenden Schulen, nennt sich Frühstarter, wo entsprechend in der letzten Berufsschulklasse die Dozenten aus dem Wirtschaftsbereich der Fachhochschule bereits entsprechende Lehrinhalte, um genau diese Brücke zu schlagen, für die jungen Menschen entsprechend präsentieren, die dann mit 20 Credit Points bereits in die Fachhochschule einsteigen. Also nebeneinander ist da gar nichts, sondern das ist ein deutliches Miteinander. Der Haushaltsentwurf für 2020 sieht dann zudem eine Erhöhung der SBB auf insgesamt nunmehr 61 Millionen an dieser Stelle vor. Insofern möchte ich an dieser Stelle Ihren Antrag mit einigen Worten bewerten. Sie benutzen eine Kreuzschlitzschraube für eine Schlitzschraube. Ich wäre vorsichtig an dieser Stelle. Am Ende wird das nicht gehen. Und das wird Ihnen leider auch von den Studienstiftungen
entsprechend Ihres Artikels vom 6. August diesen Jahres zertifiziert, die sich deutlich zurückhalten, auch ihre entsprechende eigene Stiftung, die damit sehr vorsichtig ist, und die Stiftung am Schluss entsprechend in den Beurteilungen zusammenfassen. Wir sind an dieser Stelle schlicht die falschen Ansprechpartner. Wir fördern die richtigen Ansprechpartner mit entsprechend großen Schritten und sorgen dafür, dass gleichwertige Schrauben adäquat bearbeitet werden. Diese Weiterbildung war für Sie mehrwertsteuerfrei und sollte es auch bleiben. Dankeschön. Stefan Albany war das für die Unionsfraktion. Ja, die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und das Stipendium unterstützt junge Menschen allerdings nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung dann bei der weiteren beruflichen Qualifizierung. Lieber Kollege Brandenburg, mal nach vorne. Ja, ganz so vernichtend wird unsere Kritik nicht ausfallen, wie das der Kollege Albany eben anklingen hat lassen. Wir können Ihrem Antrag durchaus einiges abgewinnen. Sie hatten ja auch schon andere Anträge hier vorgestellt zum BAföG. Mit denen hatten wir größere Schwierigkeiten. Aber bei diesem Antrag würde ich sagen, die Richtung stimmt, auch wenn wir mit einigen Akzentsetzungen im Detail dann doch unsere Probleme haben. Ja, was will die FDP erreichen? Vereinfacht gesagt, sie wollen die bisher überwiegend auf Akademiker zugeschnittene Stipendienwelt öffnen, und zwar für Begabte aus dem Bereich der beruflichen Bildung. Sie wollen darüber hinaus, um nur noch zwei weitere Schwerpunkte zu nennen, die Mittelzuweisung der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung für die Förderprogramme Aufbaustipendium und Weiterbildungsstipendium erhöhen. Und Sie wollen eine Öffnung des Deutschlandstipendiums für Begabte aus der beruflichen Bildung zumindest prüfen. Soweit so gut. Etwas problematisch ist die dem Antrag innewohnende Verwischung der Unterschiede zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Diese sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Meine Damen und Herren, eine Differenzierung ist hier dringend notwendig. Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, sagte dazu während der Fachtagung berufliche Aus- und Fortbildung in Zeiten der Akademisierung am 25. Juni 2019 in Bonn, und ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Um die Attraktivität der beruflichen Bildung gegenüber der akademischen Bildung wieder zu stärken, sollten wir keinesfalls der Versuchung erliegen, beide Bildungsbereiche anzugleichen. Wir sollten vielmehr selbstbewusst die Stärken beider Bereiche betonen und tragfähige Brücken bauen, um die Durchlässigkeit zu erhöhen. Durchlässigkeit darf aber nicht mit Beliebigkeit und Nivellierung oder einer Verwischung von Profilen einhergehen. Zitat Ende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen darüber sprechen, wohin uns die Überbewertung der akademischen Ausbildung, die Überbewertung von Gymnasien, Abitur und Studium im Vergleich zur beruflichen Ausbildung gebracht hat. Mehr als 2 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Das geht aus dem Berufsbildungsbericht 2019 hervor. 17% der Erwachsenen, also zwischen 25 und 65 Jahren, haben keinen berufsqualifizierenden Bildungsabschluss, soweit der nationale Bildungsbericht von 2018. In Ostdeutschland sind es übrigens nur 7%. In den rot-grünen Bildungshochburgen Bremen und Nordrhein-Westfalen über 20%. Wie kann das sein, wo doch so viel Geld in die Bildung fließt wie in kaum einem anderen Land? Meine Damen und Herren, der langjährige Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, hat dafür eine auf den ersten Blick verblüffende Erklärung. Die eben beschriebene Misere resultiere aus einer seit Jahren betriebenen Überbewertung der akademischen Bildung bzw. Ausbildung. Und er nennt auch diejenigen, die diesen Prozess seit Jahren vorangetrieben haben: die OECD, also PISA und Co., sowie auch die Bertelsmann Stiftung. Unterstützt wurden diese lobbyistischen Organisationen von linken Lehrergewerkschaften, deren Menschen- und Gesellschaftsutopie die Forderung nach möglichst vielen Abiturienten und Akademikern entgegenkommt. Leider haben sie sich da beide gemeinsam verrannt. Die Überakademisierung, meine Damen und Herren, nutzt weder den Menschen noch der Wirtschaft.
Über- und Pseudo-Akademisierung bei gleichzeitiger Vernachlässigung und Geringschätzung beruflicher Bildungswege führt dazu, dass jeder dritte Student sein Studium abbricht und Millionen junge Leute in unserem Land ohne Berufsabschluss dastehen. Wir haben die Zahlen eben genannt. Die jahrzehntelange Vernachlässigung der beruflichen Bildung erweist sich nun sogar als Wachstumsbremse und geht einher mit einem gigantischen Fachkräftemangel, der durch Migration und den Import mexikanischer Pflegekräfte nicht ausgeglichen werden kann. Von den gesellschaftlichen Kollateralschäden, auf die beispielsweise auch Helmut Schmidt schon hingewiesen und vorhin gewarnt hat, davon einmal an dieser Stelle ganz zu schweigen. Leider richtet sich unsere Bildungspolitik an den falschen Vorbildern aus, weil die Erbsenzähler der Testindustrie uns Sand in die Augen gestreut haben. Sie sagen, wir sollen nach Schweden blicken. Oder auch nach Finnland. Dort schafften über 90% das Abitur. Was uns die Herren des schiefen Turms von Pisa nicht gesagt haben, wie hoch dort die Jugendarbeitslosigkeit ist. In beiden Ländern liegt dort die Jugendarbeitslosigkeit bei um die 20%. Meine Damen und Herren, in Ländern wie Bayern, wo bekanntlich nicht jeder das Abitur sofort geschenkt bekommt, liegt sie nur bei 3%. Wir sollten uns überlegen, wer für uns Vorbild sein kann, Bayern oder Finnland oder Schweden. Mir fällt diese Entscheidung leicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Götz Frömming war das für die AfD-Fraktion, Sprecher für Bildung und Forschung. Jetzt hören wir für die Sozialdemokraten Karamba Diaby. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der junge Stipendiat wusste damals noch nicht, dass er mal folgenden Satz sagen würde. Ich zitiere, das Bürgerliche zeigt sich in der Verteidigung der Freiheit, der Anerkennung des Individuums und damit auch im Respekt vor Andersdenkenden. In Detmold-Kreis Lippe ist er am 5. Januar 1956 geboren, besuchte das Gymnasium, absolvierte das Abitur, erhielt später ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung und wird Jurist. Heute ist Dr. Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Deutschland werden aktuell ca. 30.000 Studierende durch Begabtenförderungswerke gefördert. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Geförderten mehr als verdoppelt. Dafür gibt es zwei Gründe. Die Zahl der Studierenden ist gestiegen. Die Fördermittel des Bildungs- und Forschungsministeriums werden regelmäßig erhöht. In Deutschland gibt es 13 Begabtenförderungswerke, die Stipendien an Studierende und Promovierenden vergeben. Diese Werke bilden die verschiedenen weltanschaulichen, religiösen, politischen, wirtschafts- oder gewerkschaftsorientierten Strömungen in Deutschland ab. Sie spiegeln also die Vielfalt dieser Gesellschaft wider, und das ist gut so. Erlauben Sie mir, ein praktisches Beispiel zu nennen. Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk fördert Menschen jüdischen Glaubens. Das Avicenna-Studienwerk unterstützt muslimische Studierende. Beide Werke, trotz unterschiedlichen Zielgruppen, kooperieren hervorragend zusammen bei Veranstaltungen und Projekten. Und das ist die gelebte Realität Deutschlands, meine Damen und Herren. Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf geeinigt, dass wir, ich zitiere, die Stipendienkultur und Begabtenförderungswerke in Deutschland weiter stärken wollen. Deshalb ist es klar, dass wir die internationale Arbeit der politischen Stiftungen auch in Zukunft unterstützen und rechtlich sichern wollen. Die Werke stellen bereits heute vor großen Herausforderungen. Ihre Arbeit bedeutet eben nicht nur die Auszahlung eines Stipendiums oder einer Pauschale, denn die ideelle Förderung ist das Herzstück ihrer Arbeit und in allgemein, die haben ein Alleinstellungsmerkmal. Hierdurch vermitteln Werke jungen Menschen
Werte und Kernkompetenzen und stärken ihr Bewusstsein für das Gemeinwesen. Die Werke tragen so dazu bei, dass Menschen, die sich für die Gesellschaft engagieren, unterstützt werden. Es geht hier also auch um Demokratieförderung. Aber diese Arbeit, die ideelle Förderung, verlangt Betreuung, entsprechende Verwaltungsstrukturen und damit letztlich mehr finanzielle Mittel. Eine Öffnung der Werke für Auszubildende wäre ohne klare Feststellung, wie dann für diese Gruppen die ideelle Förderung gewährleistet werden soll, aus meiner Sicht eine Überforderung der Werke. Außerdem haben wir bereits die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung, das wurde von Kollegen schon genannt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Sommer haben 13 Werke zum ersten Mal eine Sommerakademie zum Thema Demokratie gestellt. Die haben angeboten. In einer Zeit, in der Demokratie in Gefahr gerät, ist das ein guter Weg. Und es ist auch eine Wertschätzung, dass der Bundespräsident, also ein Alumnus der Friedrich-Ebert-Stiftung, die Schirmherrschaft dieses Projekts übernommen hat. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, Freiheit verteidigen, Menschen anerkennen und Andersdenkende respektieren sind Pfeiler einer offenen und solidarischen Gesellschaft. Deshalb sollten auch wir in diesem Bewusstsein die Werke weiter stärken und nicht überfordern, liebe FDP. Dankeschön. Ja, Karam Badiabi hier für die SPD-Fraktion, nicht überzeugt von dem Vorschlag der FDP zur Begabtenförderung in der beruflichen Bildung. Hören wir mal, was die Linke dazu sagt. Birke Bulbischof. Meine Damen und Herren, wenn man sich für Inklusion engagiert, und das tut die Linke nach Kräften, dann kann man eigentlich gar nicht gegen diesen Antrag sein. Weil Inklusion bedeutet ganz grundsätzlich, Menschen in ihren Stärken und Begabungen zu fördern. Weil Vielfalt ist eine facettenreiche Quelle von Bildung. Und das heißt eben auch, ganz besondere Stärken zu fördern, auch und gerade in der beruflichen Bildung. Keine Frage, so weit, so gut. Aber die Forderung, die Sie aufstellen, wird natürlich nicht in einem luftleeren Raum aufgerufen. Weil wir leben in einer Gesellschaft oder wir treffen auf Verhältnisse in der Bildung, die erheblich von sozialer Spaltung geprägt ist. Und diese Bemerkung sei mir gestattet, sie wird von den Liberalen gestellt, die in aller Regel meist darauf beschränkt sind, ohnehin privilegierte Eliten zu fördern. Da ist auch schon ein Stückchen Achtung geboten. Verblüfft, ehrlich gesagt, wäre ich wirklich gewesen, wenn Sie hier mal einen Antrag gestellt hätten, der sich mit jungen Menschen beschäftigt, die benachteiligt sind. Wo liegen die Probleme? Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist ein ganz problematischer, langjährig problematischer Befund hierzulande für unser Bildungssystem und auch findet sich auch in beruflicher Bildung. Wenn also von Begabten die Rede ist und als Klammerbemerkung gestatten Sie mir, ich halte es treffender, von Begabungen zu sprechen, weil Begabtenförderung immer irgendwo aufruft, es gäbe auch nicht begabte Menschen. Wenn also von denen die Rede ist, von Begabungen die Rede ist, dann meint es meistens Menschen, die bereits dort lernen, wo gemeinhin Spitze vermutet wird. Abiturientinnen mit besten Schulabschlüssen oder beim Zugang zu besonders attraktiven Berufsausbildungen. Und es meint eben leider nur in aller Regel bereits privilegierte junge Menschen. Die Stiftungen beispielsweise, von denen hier die Rede ist, sind ja ein Markenzeichen dafür. Menschen, die sich da bewerben, kommen aus sozialen Milieus, wo man weiß, wo man sich kennt, wo man gewohnt ist, sich zu bewerben und wo man es für möglich hält, dass es eine solche Tür sich öffnet. Die Förderung von Begabungen darf nicht auf privilegierten Förderung reduziert werden oder genauer gesagt bleiben. Das jedoch tut der Antrag. Und wenn Sie sich die Zahlen beispielsweise von den politischen Stiftungen ansehen, dann werden Sie merken, dass dort weit, weit überproportional junge Menschen gefördert werden mit einem akademischen
Elternhintergrund. Was in Ihrem Antrag fehlt, sind Vorschläge dafür, bis auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Was in Ihrem Antrag fehlt, sind eben Vorschläge dafür, wie kann es gelingen, die Stärken auch derjenigen jungen Menschen zu fördern, die eben alles andere als privilegiert sind. Oder gefragt, wie kann es gelingen, die Stärken jener jungen Menschen sichtbar zu machen, die in Institutionen lernen, wo gemeinhin eben nicht Begabung vermutet wird. Hochbegabte Kinder in Förderschulen beispielsweise. Und diese Welten fallen eben leider bei Ihnen sehr oft unter den Tisch. Oder junge Menschen ohne Berufsabschluss, junge Menschen mit Hauptschulabschluss, die aber eben auch über außergewöhnliche Talente verfügen können. Aber sie lernen meist nicht an den Stellen, die als Talenteschmiede gelten. Dort sucht man sie in aller Regel gar nicht. Förderung der Spitze kann nur gelingen, wenn das Fundament nicht vernachlässigt wird. Ansonsten wird es reichlich dünn mit der Spitze. Was wäre notwendig? Wir brauchen ein Recht auf Ausbildung. Eines, damit junge Leute, bei denen erst in der Ausbildung der Knoten platzt, gewissermaßen Spätentwickler, das Recht haben, auch Stück für Stück eine vollqualifizierende Ausbildung zu beginnen. Wir brauchen Lernmittelfreiheit. Wenn junge Leute anfangen, Spaß und Motivation zu entwickeln, dann dürfen teure Lehrbücher keine Bremse sein. Und ganz zentral, wir brauchen endlich ausreichend multiprofessionelles Lehrpersonal. Wir brauchen Rahmenbedingungen und Förderstrukturen, die überall Talente fördern. Wir können auf kein Talent verzichten, höre ich sehr oft von einem der wertgeschätzten Kollegen der FDP. Ich finde nur, das sollte kein Lippenbekenntnis sein. Und mit Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen in Ihnen eine ganze Reihe von Talenten durch die Lappen. Birko Bulbischoff war das für die Linksfraktion. Beate Walter-Rosenheim wird jetzt die nächste Rednerin hier sein für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Sprecherin für Aus- und Weiterbildung. Und lieber Kollege Brandenburg, wo sind Sie? Ja, hallo. Lieber Kollege Brandenburg, erstmal ist das ja eine wunderschöne Idee. Ja, Sie wollen Bildung gerechter machen und berufliche und akademische Bildung gleichstellen, zumindest in einem kleinen Aspekt, nämlich der Begabtenförderung. Sie fordern in Ihrem Antrag, die Begabtenförderung für Talente der beruflichen Bildung zu öffnen, und das klingt gut. Keine akademisch abgeschottete Elitenförderung mehr, sondern Gleichbehandlung auch für Auszubildende. Sie wollen die Förderung von jungen Talenten aus dem akademischen Bereich ausweiten auf den Ausbildungsbereich, nicht nur für Studierende, sondern eben auch für Azubis. Im Sinne der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung ist das ja durchaus fair und konsequent gedacht. Nur bisher ist es ja so, ich zitiere Sie, Sie sagen, die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung bleibt auch in der Begabtenförderung mehr Wunsch als Wirklichkeit. Das wollen Sie ändern, und das finde ich gut. Allerdings frage ich mich, warum Ihnen dann doch so ein bisschen der Mut fehlt, das Ganze konsequent durchzudeklinieren. Warum fordern Sie in Ihrem Antrag nur einen Anteil von mindestens 10% Stipendiaten und Stipendiatinnen in der beruflichen Bildung oder aus der beruflichen Bildung? Wenn Sie wirklich Gleichwertigkeit herstellen wollen, warum dann nicht Nägel mit Köpfen machen und eine echte Öffnung der Begabtenförderungswerke fordern, wo sich die Plätze geteilt werden? Und eines muss klar sein, ich denke, eine bloße Symbolpolitik, dass wir immer so ein bisschen was machen, die wird uns auf dem Weg zur Gleichwertigkeit nicht weiterbringen. Das Gleiche gilt dann, finde ich, auch für die Zögerlichkeit beim Deutschlandstipendium. Sie wissen ja, wir halten da das eh nicht so für zielführend, aber wenn schon Deutschlandstipendium, ja, dann würden wir gerne wissen, was meinen Sie mit mittelfristig? 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, das finde ich ein bisschen unklar in Ihrem Antrag. Und Sie schreiben auch noch, dass sich die Begabtenförderungswerke frei entscheiden sollen für eine Öffnung. Das ist ja sehr schön, aber denken Sie, das ist ein probates Mittel? Weil ich denke, dass der Widerstand gegen diese Öffnung vielleicht in Hochschulkreisen recht hoch sein könnte. Wir haben es gerade erlebt bei den Berufsbezeichnungen mit Bachelor Professional und Master Professional. Und wie gesagt, ich finde Ihren Vorschlag durchaus attraktiv. Und er kann ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber ich denke, dann braucht es mehr Konsequenz. Und lassen Sie mich auch noch zu einem anderen Aspekt kommen, der mir wichtig ist. Wenn wir diese Debatte aufmachen, dann müssen wir uns auch mal darüber Gedanken machen, wie wir Talente in unserem Land künftig fördern wollen. Ein zentrales Problem, Frau Bulbischoff hat es ja schon angesprochen, ist hier doch, dass die Zugangschancen zu Förderprogrammen ganz ungleich verteilt sind.
Und das gilt sowohl für die berufliche als auch für die akademische Bildung. Und es geht ganz oft nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben. Und dann bekommen junge Menschen aus Akademikerfamilien immer noch überproportional häufig Stipendien, während Kinder aus Arbeiterhaushalten oft leer ausgehen. Klugheit, Intelligenz, Talent sind nicht immer die entscheidenden Kriterien. Es kommt immer noch viel zu sehr auf das Elternhaus an, immer noch viel zu sehr auf den Bildungsstand und den Geldbeutel der Eltern. Und das sollte im Jahr 2019 nicht mehr ausschlaggebend sein für den Erfolg der Kinder. Und hier, liebe Kollegen und Kolleginnen, müssen wir gemeinsam ran. Als Grüne setzen wir uns seit langem für die soziale Öffnung der Förderprogramme ein, damit auch bisher unterrepräsentierte Gruppen endlich erreicht werden. Und das ist doch die Herausforderung, die wir gemeinsam anpacken müssen. Wir Grüne wollen nicht Eliten fördern, sondern Talente. Wir wollen Menschen in all ihren Begabungen fördern und den begabten Begriff nicht nur an guten Noten festmachen. Wir brauchen für die Zukunft im Bereich Begabtenförderung dringend eine neue Betrachtung, einen neuen Weg und den berühmten Blick über den Tellerrand. Vielen Dank, Frau Kollegin. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Katrin Staffler, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja der Meinung, wir sollten diesen September zum Monat der beruflichen Bildung erklären. Nicht nur, dass in diesem Jahr auch natürlich wieder wie jedes Jahr im September der diesjährige Jahrgang der Azubis mit ihrer Ausbildung begonnen haben. Wir haben in diesem Monat auch schon 50 Jahre Berufsbildungsgesetz gefeiert. Die Modernisierung des Berufsbildungsgesetzes ist im parlamentarischen Verfahren, man könnte sagen, auf der Zielgeraden. Die Novelle des Aufstiegsförderungsgesetzes ist im Kabinett in diesem Monat verabschiedet worden. Wir haben seit Anfang des Monats, der Kollege Stefan Albani hat darauf hingewiesen, sind wir in der Konzeptphase des InnoVet-Wettbewerbs, wo 30 Projekte Konzepte entwickeln für innovative, zukunftsfeste und exzellente berufliche Bildung. Und wir haben gerade in dieser Woche am Montag in der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt mit den Zwischenberichten erste konkrete Handlungsempfehlungen beraten. Alles in diesem einen Monat, und dann kommt jetzt auch noch der Antrag der FDP. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war einen kurzen Augenblick dazu verführt, mich zu freuen, als ich den Titel gelesen habe, Spitzen-Azubis fördern. Ich kann da durchaus übereinstimmen, wenn man nämlich wirklich Gleichwertigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bildung will, dann ist es natürlich richtig und es ist natürlich auch gerecht, wenn wir auch die vielen Talente aus dem Bereich der beruflichen Bildung entsprechend auch fördern. Mit der Freude war es dann leider relativ schnell wieder vorbei, als ich weitergelesen habe im Titel. Da heißt es dann nämlich Begabtenförderung für Talente der beruflichen Bildung öffnen. In Ihrem Antrag fordern Sie eine radikal neue Form der Begabtenförderung. Und jetzt bin ich grundsätzlich ein Freund davon, dass man über Dinge, die nicht gut laufen, nachdenkt. Ich sträube mich auch nicht, dass man was ändert, wenn es nötig ist, aber das ist ja hier gar nicht der Fall. Hier müssen wir uns erstmal die Frage stellen, welche Möglichkeiten existieren denn eigentlich und woran können wir anknüpfen? Und da bin ich jetzt wieder bei der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung. Die ist ja heute schon in fast allen Reden genannt worden. Ich habe mal den Jahresbericht 2018 mitgebracht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, es ist zwar ausgedruckt und vielleicht nicht das richtige Format für eine digitale Partei, es gibt es aber auch digital und es lohnt sich, da mal reinzulesen. Sie schreiben ja in Ihrem Antrag, dass Talente aus beruflicher Bildung bisher keinen Zugang zu Förderprogrammen hätten, die zum Beispiel zusätzliche Kompetenzen vermitteln, die vernetztes Denken stärken. Kann man in Ihrem Antrag lesen. Ich habe jetzt diesen Bericht hier, ich schlage auf Seite 28 und zitiere. Das umfangreiche Seminarprogramm in der ideellen Förderung des Aufstiegsstipendiums bietet eine breite Palette an fachübergreifenden Themen. Diese reichten vom Zeit- und Selbstmanagement über das erfolgreiche Meistern von Konfliktgesprächen und professionelle Internetrecherche bis zu Strategien für die Prüfungsvorbereitung. Darüber hinaus gab es Seminare zu gesellschaftlichen Themen, etwa zur Zukunft der EU, zum Rechtsextremismus und zur Energie- und Klimapolitik. Jetzt weiß ich nicht, wie Sie das interpretieren. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, Sie müssen in Ihrem Antrag noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil Sie von völlig falschen Grundannahmen ausgehen.
Stattdessen schlagen Sie vor, dass wir alle 13 Begabtenförderungswerke, die wir haben, öffnen. Und da muss man sich überlegen, was das bedeutet, ganz konkret. Das ist natürlich eine große Kraftanstrengung. Die Satzungen müssen grundlegend neu gemacht werden. Es braucht ganz grundlegend andere Aufnahmeverfahren dafür. Natürlich kann man das machen, das ist nicht die Frage. Die Frage ist halt, ist das nötig, um das Ziel, das wir am Schluss gemeinsam definiert haben, zu erreichen? Und, oder ob es vielleicht auch einen anderen Weg gibt, dass wir das Ziel erreichen können, der vielleicht ein Stück weit einfacher ist und auch vernünftiger an der Stelle. Und wenn ich damit vernünftigen und gesunden Menschenverstand abwäge, komme ich halt zu dem Schluss, dass es eben nicht vernünftig ist, dass man die an sich gut funktionierenden Begabtenförderungswerke, die wir haben, komplett umbauen. Stattdessen würde ich vorschlagen, lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie man die Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung zum Beispiel weiter ausbauen kann, wie man die Förderung exzellenter Azubis stärken kann, wie man das Ganze noch bekannter machen kann, denn das ist ja auch ein Thema. Und ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, wie man eine Kooperation mit Begabtenförderungswerken noch erweitern kann, damit der Austausch von Talenten in der beruflichen Bildung mit denen in den Hochschulen besser klappt. Das sind alles konkrete Punkte, wo wir besser werden können, ohne dass wir ein gut funktionierendes System der Begabtenförderung komplett umkrempeln müssen. Unser lieber Kollege Herr Dr. Sattelberger merkt ja immer wieder an, ich würde so gern aufzählen, was unsere Regierung gut macht. Ja, warum auch nicht? Natürlich. Ich finde, man muss das auch mal sagen dürfen, wenn etwas gut klappt. Ich habe immer so das Gefühl, dass die Opposition das gerne wegdiskutieren möchte. Deswegen werde ich jetzt hier auch heute mal wieder meinem Ruf gerecht werden und dem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich möchte nämlich auf eine Maßnahme hinweisen, die wir ergriffen haben, um genau eben die Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Bildung noch weiter zu stärken, und zwar die vierte Novelle des Aufstiegs-BAföGs. Die Ziele, die wir da haben in dieser Novelle, sind deutliche Verbesserungen beim Unterhaltszuschuss, mehr Familienfreundlichkeit, die Erhöhung des Zuschusses zum selbst zu bezahlenden Beitrag, genauso den Erlass des Beitrags bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung und, was ich besonders erfreulich finde, wir haben auch noch Verbesserungen drin beim Erlass bei Existenzgründung. Das sind alles richtige und gute Anreize, wie ich finde, und Berufsausbildung darf dann in diesem Ganzen eben dem Hochschulstudium in nichts nachstehen. Deshalb, ich freue mich, dass die FDP das Thema exzellente berufliche Bildung als Thema für sich entdeckt hat und würde mich freuen, noch mehr, wenn wir dann jetzt gemeinsam anfangen, uns über ein vernünftiges, wie wir das erreichen können, unterhalten können. Vielen Dank. Sagt Katrin Staffler für die Unionsfraktion. Und jetzt kommen wir zur letzten Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt, der ja auf diesem FDP-Antrag gründet. Und das wird sein hier die letzte Rednerin, Jasmin Fahimi für die SPD. Sehr geehrter Herr Bundestagsvizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP hat die berufliche Bildung für sich entdeckt. Halleluja. Hemdsärmlich präsentiert sich die FDP ja sowieso schon gerne auf Plakaten, aber bodenständig und sachkundig ist sie damit noch lange nicht. Im gefälligen Gewand der Begabtenförderung kommt nun in alter Manier die FDP daher und erzählt uns etwas über die Klischees von Leistungsstarken und Leistungsschwachen. Begabtenförderung ist aber etwas anderes, als sich nur eine Elite herauszupicken und sie mit einem zusätzlichen Bonbon zu versehen. Wenn man das machen möchte, wenn ich mich auf den Gedanken einlasse, dann machen Sie sich doch so ehrlich und schreiben einen Antrag über einen zusätzlichen Bundespreis für die ersten Prozent, für das erste Prozent der bestabgeschnittensten Azubis. Das wäre ehrlicher, das wäre nachvollziehbarer. Sie schreiben aber etwas über die Vielfalt und die Begabtenförderung in Ihrem Antrag. Das ist alles ganz nett. Aber ich frage mich, wann haben Sie das letzte Mal eigentlich mal mit einem Förderwerk gesprochen? Das machen die bereits jeden Tag. Und im Leitbild der Studienstiftung des deutschen Volkes steht nämlich etwas drin, was in der Frage, welches Verständnis von Vielfalt und Elite hat man eigentlich, sich schon differenziert von dem, was Sie schreiben. Da steht nämlich, wichtig sind uns in unseren Auswahlverfahren offene und faire Zugangswege. Bei der Beurteilung des Potenzials junger Menschen betrachten wir gelebtes Engagement und alles bislang Erreichte stets vor dem Hintergrund individueller Biografien. Es geht also darum, ja, natürlich überhaupt ein Studium zu ermöglichen. Es geht aber vor allem um eine ganzheitliche Betrachtung und um ein umfassenderes Verständnis von Elite.
Es geht nämlich um junge Menschen, die ausdrücklich ein besonderes gesellschaftliches Engagement mitbringen. Und es geht um demokratische Verantwortungselite. Und davon ist in Ihrem Antrag überhaupt gar nicht die Rede. Auch die unterschiedlichen Voraussetzungen betrachten Sie überhaupt nicht zwischen Auszubildenden und Studierenden. Lernmittelzuschüsse zum Beispiel brauchen Auszubildende eigentlich gar nicht. Das sollten nämlich die Betriebe zur Verfügung stellen. Wenn Sie aber eine Regelungslücke sehen, dann lassen Sie uns doch in der aktuellen Novelle des BBX bitte schön dann auch eine unmissverständliche Regelung dazu finden. Dann wäre nämlich allen geholfen. Auszubildende haben auch anders als Studierende eine Ausbildungsvergütung und dank der SPD in Zukunft auch eine Mindestausbildungsvergütung und eine verbesserte Ausbildungsbeihilfe. Das passt also alles nicht zusammen, um was es hier eigentlich geht. Geht es um Vielfalt? Geht es um ein Eliteverständnis? Es gibt Zusatzangebote im Ausland, die in den Betrieben angeboten werden. Und es gibt vor allem auch nachholenden Unterricht. Das ist mein Verständnis davon, Talente wirklich in einem umfassenderen Sinne zu wahrzunehmen und sie ihnen auf den Weg zu helfen. Und zwar alle Talente, die wir haben und nicht alleine eine sozusagen Elitenspitzenförderung nach nachgewiesenen Abschlüssen, wie es Ihnen offensichtlich vorschwebt. Das Ziel Ihres Antrags bleibt also unklar. Im Gewand der Gleichwertigkeit und der Vielfalt schreiben Sie hier leider sachlichen Unsinn auf und haben ein sehr eingeschränktes Verständnis davon, was Talent und was eigentlich überhaupt Begabtenförderung heißt. Wenn Sie etwas für die Auszubildenden wirklich tun wollen, dann bringen Sie sich konstruktiv in die BBIC-Novelle ein und lassen Sie uns die Ausbildungsbedingungen für Auszubildende dort verbessern. Da können Sie sich dann beweisen, ob Sie wirklich in Zukunft auch eine Partei der beruflichen Bildung sind.